So, grüßt euch, da bin ich wieder, der Spitzengärtner vom Gemeindewald. Und heute wollte ich euch mal Seiten von mir zeigen, die ihr noch nicht kennt. Und zwar bin ich nicht bloß ein lausiger Gärtner, sondern ein lausiger Dichter. Und darum habe ich jetzt ein Gedicht geschrieben von einem Ereignis, das im Herbst schon war. Aber da bin ich jetzt vor lauter Arbeit nicht dazugekommen. Dann schreibe ich heute jetzt was und trage es euch vor. Und ich freue mich schon auf eure Kommentare. Und das Gedicht ist ans Bayerische angelehnt. Ist ja eh klar. Also viel Spaß. Kalt ist es auch. Muss ich sagen, knapp 0 Grad da im Gewächshaus drin. Ich hoffe, das spannt man nicht. Ganz eine rote Nase. Also, fangen wir an. Arbeitstitel: Des Lurder. Neulich, Leute, lasst es euch verzeihen, da habe ich was erlebt. Ein Radi hat sie, das ist gemein, zum Schlafen niedergelegt. Gestern steht er noch stramm und fest, als da er auf mich warten. Er hat mich eh schon länger gelist, der Radi hinten im Garten. Ich rumpelt schnei, bin am Verrecker, mein Herz schlagt bis zum Kropf. In meiner Hand, es ist zum Blecker, bloß nur ein schwächer Schopf. Ein Loch im Boden, groß wie ein Baum. So viel Klick musst du erst mal haben. Wer kostet denn sowas der Lamm? Das Viech hat gescheit tief geräumt. Ein Schermaus hat ihn übergericht, den größten Radier der Reihe. Ich freu mich schon auf dein blödes Gesicht. Dir helfe ich jetzt in Klapperl nei. Ich nimm mir fallen mit einer Ruhm, die dir an der Nase kitzelt. Und steck's noch in die tiefe Grube. Du hast deinen letzten Schuss bald bieselt. Jetzt sitz ich da und warte zwei Stunden. Vom Gefühl her bald der Tag. Das Leben läuft halt nicht allweil rund und manchmal ist es ein Block. Doch plötzlich schnalzt's. Ich bin heiwach. Jetzt hat sie das Kragerl druckt. Eine schöne Leich, denk ich und lach, als ich mich nach den Viecherl buck. Die fallen ist la, ich krieg ein Haus. Gib her, Gott Sakrament. Fudern wollt es nicht zum Spaß und das Luder grinst am End. Doch aufgeben kommt gar nie in Frage. Bis jetzt hab ich Spaßiertel gemacht. Ein neuer Fallen, ein neuer Tag. Ich hab schlecht geschlafen, letzte Nacht. Gach rostig's drum, mit ein paar Drohnen. Die schießt der Mausatläschen ein. Beschreibung hab ich gar nicht gefunden. Muss nur vom Ersten Weltkrieg sein. Die Fallen hat geschnappt, bloß Zimt hat's nicht. Und das Vieh ist noch nicht hier. Knapp 90 Jahre alt und so gefreit, da hab ich doch noch Garantie. Jetzt pack ich's Tant und das ist gewiss und hock mich vor das tiefe Loch. Die schaut bald raus und zeigt dir gefriss und am Ende, da wisch ich's doch. So sitz ich da und es wird Nacht. Und ich sitz noch. Und es wird Tag. Tief unten sitzt die Maus und lacht und denkt, zum Sterben hab ich keinen Bock. Mein Arsch ist brot wie vor dem Breiros, vor der bläden Hockerei. Ich jetzt mit dem Schlauch ein Wasser nicht los. So zach kann ich nicht sein. Das Wasser schießt aus alle Löcher, wie ein Trevi sei Fontana. Ich bin britschnass, von Kopf bis Zecher, bloß die Maus ist nicht zum Fangen. Jetzt werde ich auf Konfuzius hören und die Sache beenden. Mit Sachen, denen ich mir nicht her werde, muss man sich auf Rentner. Drum lasse ich jetzt zum Frieden stiften
immer eine Reihe Radi stehen. Ab jetzt werden's bloß die Radi glisten. Und das andere Sach lasst's gehen. Das war schön. Ich lebe jetzt friedlich und entspannt. Früher, was lebt härter? Grad noch hab ich das erkannt. Mein Schirmaus, die heißt Bertha. Ja, manchmal ist es gescheiter. Man fremd sich an. Aber richtig Audi mit meiner Bertha. Also noch. Jetzt habt ihr bestimmt auch schon Ähnliches erlebt. Wenn man Gattel hat, da geht die Gaudi nie aus. Aber schön ist selber, wenn es auch nicht schön ist. Danke fürs Zuhören. Macht es gut. Bis wieder was Herz von mir. Euer Spitzengärtner von Gemeindewald. Servus.